Servus, ich Schlawine, Knochen wieder hier. Ja, ein bisschen hat's gedauert. Heute fahre ich den Fang aus dem, wie man hier sieht, Snackbike-Paket. Das hat 9,95 oder 9,99 gekostet. Powerscore 1964. Ja. Ja, 9,95 hat's gekostet. Oder 9, also ein 10er. Also ein 10er im Durchschnitt. Dafür gab's noch 650 Gold, wenn ich mich recht entsinne. Dazu, ich war hier schon runter auf 24, ich habe ja einige Sachen gekauft, werde ich noch zeigen. Ich habe mir nicht selber eine Karre zusammengebaut, das ist ein Ding, ey. Und habe jetzt wieder ein bisschen Schrott und so verkauft, weil ich gerade nichts hergestellt habe und man relativ schnell Schrott zusammenbekommt. Man hat zwar ein wöchentliches Limit von 2800, aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Wie gesagt, Fang, das ist das Teil, was ich hier gekauft habe. Hat, wie man hier sieht, oh, wo komme ich das denn hier? Irgendwo konnte man noch sehen, wenn ich einfach so ins Nichts geklickt habe, da. Also, ich habe noch Energie 5 von 8 Punkten. 5 von 8 Punkten habe ich verbraucht. Das ist das Basismodell. So sieht es aus, wenn man es bekommt oder wenn man es kauft. Da ist jetzt nichts irgendwie modifiziert oder dergleichen. Ich habe hier oben ein Vektor-MG. Und hier noch ein Cord. Ich weiß leider nicht, wie schnell das jetzt insgesamt ist. Es ist ein sehr schnelles Fahrzeug von denen, die ich bisher jetzt hatte. Und wie man da unten sehen kann, ich habe noch einen Reputationsbonus von 4, das liegt an den Auspuffen hier. Die erhöhen halt die Reputation. Und ich sag mal einfach, ich fahr mal die Karre hier. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Das Blöde ist natürlich, dass hier vorne nichts zum Rammen ist. Das heißt, wenn ich irgendwo gegenramme, kriege ich einfach nur Schaden ab. Ich habe auch kein Benzinfass oder dergleichen mit dabei oder sonst irgendwelche Sperenzien hier. Ich fahre einfach los, würde ich sagen. Ich mache jetzt die Mission mit den Reifen, weil diese Sachen hier, die Docker-Fahrerkabine und die Reifen, die verkaufe ich innerhalb von Sekunden, wenn ich sie anbiete. Die würde ich jetzt einfach mal machen. Oh scheiße, ich bin schon in ein laufendes Gefecht rein, mehr oder weniger. Man sieht also recht schnell hier die Karre. Und natürlich jetzt auch kein Radar. Eben gerade bin ich in so eine scheiß grüne, ich weiß nicht, welche Karte das war, bin ich in so eine grüne Pfütze, also in so eine Lache reingefahren. Und hab sofort Leben verloren. Oh, shit. Hier ist noch keiner. Ich könnte jetzt einfach cappen hier. Da ist einer. Moment, schon mal eine Abschusshilfe. Oh, wir haben schon gewonnen. Das ging sehr schnell. Das ging wirklich schnell. 63 Punkte erhalten. Aber wahrscheinlich war ich noch nicht mal der Schlechteste. Nee, tatsächlich. Hier war noch einer mit 0 Punkten. Okay, man sieht, hier waren zwei Leute weniger. Dabei, Lovechild. Okay, über 1000 Punkte erhalten. Ich habe noch ein Fahrzeug, das, wie gesagt, das, was ich mir selber gebaut habe. Da habe ich ein automatisches MG drauf. Das sucht sich die Gegner selber. Also, das schießt man auf den am nächstgelegenen Gegner. Eine Reichweite von 3, ich sag's mal 3 Balken. Ich weiß nicht genau, wie viel das ist, ob das in Metern ist. Ich schätze mal 300 Meter werden das sein. Wenn man sich die Karre anguckt hier, die sieht schon echt geil aus eigentlich. Was fährt er denn hier? Oh Gott. Ah, das ist... das ist eine Vorlage. Eine Blaupause, die habe ich gesehen. In der Galerie. So, ich fahre jetzt mal einfach zur Basis hin. Das ist natürlich nicht, dass ich da irgendwas machen kann. Ich mache vielleicht noch einen Raid mit. Damit man da mal ein bisschen gucken kann, wie sich die Karre da verhält. Ich glaube, so Namen wie Steven und Connor, das sind einfach alles so Bots. Ich glaube, das sind Bots. Oh, da schoss einer rüber. Da flogen Raketen. Da ist jemand. Hier. Ah, die blöde Sau. Das blöde Schwein. Ich muss irgendwie die Geschütze runterkriegen. Ich habe kein Geschütz mehr drauf. Hey.
Und ich bin der letzte Spieler. Alles klar, super. Hey, tolle Wurst. Ja, und das hat sich dann wohl erledigt. Boom! Nur 10 Punkte. Und damit bin ich der Dritte. Aha. Gut, ich sag, eine Runde machen wir noch und dann mache ich mal so einen Raid mit. Was ist das hier? Mission? Achso, das sind die Dailies. Als ich das zum ersten Mal gefahren bin, kam es mir eigentlich besser vor. Sei ich ganz ehrlich. Ich habe dann später auch rumprobiert. Ich habe hinten noch einen Generator aufgebaut und habe das Vektor rausgenommen, dafür kleinere reingenommen. Habe dafür aber mehr gehabt halt. So, dann dachte ich mir nämlich, ja, die Masse macht's. Dem bin ich ja schon mal hinterher gefahren. Oh! Das war eine ferngelenkte. Beziehungsweise keine ferngelenkte, eine automatische. So eine wärmende Suchende. Oh, kacke. Okay, immerhin Kill hier. Da fährt noch einer. Den hole ich mir. Man kriegt es natürlich mit hier im weichen Sand. Ist man ein bisschen im Nachteil. Jetzt war hinter mir einer. Scheiße, die blöde Sau. Okay, ich kann jetzt nichts machen. Also ich meine, ich cap jetzt in dem eigentlich hier, aber... Und ja. Also es ist wirklich schwierig. Letztens meinte jemand, skillt bloß nicht oder baut bloß nicht auf über 3500, weil da machen euch alle kaputt. Und ich bin hier unter 2000, wird auch kaputt gemacht. Das ist natürlich, je länger so ein Spiel draußen ist, desto mehr haben sich die Leute damit natürlich beschäftigt und wissen, wie sie was bauen. Ich habe schon Leute gesehen, wirklich, die hatten eigentlich gar keine Panzerung. Das Dünnste vom Dünnen, aber hatten wirklich fette Waffen drauf. Und dann habe ich genau das Gegenteil gesehen. Leute mit kaum Bewaffnung, dafür unheimlich viel Panzerung, die man ewig nicht kaputt bekommen hat. Mal wechseln hier. Leider werden Abschusshilfen nach dem Tod nicht mehr gezählt. Das ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Was ist das für ein Ding hier? Wen haben wir noch hier? Oh, oh, oh. Der hängt hier auch ewig. Das ist doch scheiße. Er mit einem einzigen MG, der scheint gar nichts mehr zu haben. Sonst würde er nicht wegfahren. Denke ich mal. Doch, ach, der war der Typ mit den Raketen. Der hat auch schon zwei weggemacht. Als einziger. Ah, nee, bei uns ist noch einer hier mit. Diese Raketen sind da echt scheiße. Ja, ist das Pay to Win? Ich weiß nicht. Man kann sich die Sachen hier einfach auch in-game kaufen. Man kann halt unheimlich viel Schrott oder dergleichen verkaufen und dann kriegt man die Sachen ja auch. Ja. Das ist natürlich blöd. Aber ich meine, es ist interessant, weil es hat wirklich viel damit zu tun, wie man sein Fahrzeug ausrüstet. Anders als jetzt zum Beispiel in Gaijins anderem Spiel War Thunder, wo die Sachen ja vorgegeben sind, wo man zwar Verbesserungen erforscht, die dann auch eingebaut werden, aber man kann nicht selber irgendwie an dem Fahrzeug rumbauen. Was dachte ich? Ach ja, hier. Wir machen mal einen kleinen Raid. Gibt es schon, ist so ein Brawl frei? Nee, die verpasse ich ständig. Verteidigung oder Frachtgutrennen? Ich glaube, lieber so ein Frachtgutrennen. Also habe ich eigentlich mehr Bock drauf. Wie man sieht, ich habe da gehört schon welche gemacht. Also in dem Bereich habe ich schon alle Gutscheine erhalten. Wenn wir gucken, wie ich zusammengeschmissen werde. Ich hatte letztens im 3300. Also ich war 3300 und bei uns war jemand mit bei, der hat 12.200 irgendwas noch gehabt. So schnell wie ich bin, werde ich wahrscheinlich immer als Erster, wenn ich jetzt so weiterfahren würde, als Erster bei den... Jupp.
So, wo ist die nächste Kiste? Da oben, irgendwo. Okay, ich habe jetzt nicht viel Schaden erhalten. Das ist jetzt nicht so wild. Eigentlich habe ich gar keinen Schaden richtig erhalten. Ich werde mal einsammeln hier. Vergiss immer, dass es hier auch eine Handbremse gibt. So. Und jetzt wieder hier rüber. Ich sag mal, die Bewaffnung ist eher leicht hier. Leicht bis, naja, Anfang Mittel. Kriege ich doch schon ein bisschen mehr ab hier. Hallo. Also macht immer noch Spaß, obwohl ich ab und zu mal Auszeit nehme, so von ein, zwei Tagen. Weil ich dann doch mal was anderes spiele oder einfach gar nichts spiele. Das gibt's auch. Ich kriege Schaden ab, wenn ich den jetzt hier ramme. Ja, Rammen war wohl nicht so viel drin jetzt hier. Scheiße, ich habe keinen Wagenheber. Bestimmt, ich wusste nicht, dass er keinen Wagenheber hat, weil ich noch nie umgekippt bin jetzt. Das war jetzt das erste Mal, ehrlich gesagt. Auch wie putzig. Ja. Ey, shit. Tut blöd, wenn er jetzt schon irgendwie nur ein Rad fehlt. Okay, wir brauchen nur noch 3 Ladungen. Das ist natürlich blöd, weil sich das jetzt richtig blöd steuern lässt. Also würde ich ja lieber auf den Auspuff verzichten oder irgendwelche anderen Teile, die das Fahren nicht beeinträchtigen. Nee, echt jetzt. Ich bin schon wieder umgekippt. Danke. Oh. Okay. Scheiße. Ah, was ist das hier? Oh nein, ich kann nicht mehr steuern. Meine Lenkung ist weg. Beziehungsweise die Reifen vorne zum Lenken, die sind weg und ja, jetzt kann ich nur vor und zurück fahren hier. Das ist doch echt kacke. Aber wir haben gewonnen. Auf ein Leichchen, da habe ich mich an meiner eigenen Spucko versluckt. Ich habe einen Turm kaputt gemacht. Nerven aus Stahl. Achso, PvE ohne Wiedereinstieg gewonnen. Ja, alles klar. Das war es ja eigentlich gewesen. Das ist das Fang-Fahrzeug. Ach, jetzt wollte ich gucken, wie viele Punkte ich habe. Ich schätze mal, ich war Dritter oder so. Wie gesagt, ich habe den Fang schon geil an Erinnerung gehabt und irgendwie war der besser, als ich hier vorne die Beile dran hatte. Und ich glaube, drei Cords hatte ich drauf. Ne, ich hatte 2 Cords hier oben und hier ein, wie heißen die, Ilumara oder so? Also so eine Schrotflinte. Damit lief es irgendwie etwas besser.
Obwohl ich sagen muss, dass ich schon gerne MGs benutze. Ich habe zum Beispiel noch nie eine Kanone benutzt, obwohl ich schon einige habe. Ich habe auch Big Boy, Little Boy. Und ich werde die wohl demnächst mal ausprobieren. Denn ich will auch den Schrott haben, weil ich durch den Schrott ja hier Gold bekomme und man muss hier eigentlich kein Geld ausgeben. Also ich hatte hier irgendwie noch 4 und habe jetzt einfach nur Schrott verkauft und ein bisschen anderen Krempel und ja, habe schon wieder 67 Gold. Und ja, ich sag mal, danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen oder ihr macht's halt nicht, dann, ne, viel Spaß noch beim Zocken, bis demnächst, ciao, ciao!